André Priester von der Freiwilligen Feuerwehr aus Jesberg. Ich bin Wehrführer der Kerngemeinde. Wir wurden um ca. 8.30 Uhr alarmiert zu einem Dachstuhlbrand, sind ausgerückt. Als erste Maßnahmen wurden direkt Angriffstrupps, zwei Stück unter PA, in das Gebäude vorgeschickt, um einen Innenangriff zu machen, welchen wir nach kurzer Zeit abbrechen mussten, da die Hitzeentwicklung und die Rauchentwicklung im Gebäude so stark war. Damit haben wir dann abgebrochen, haben dann mit der Drehleiter oder über die Drehleiter begonnen, einen Außenangriff zu machen, eine Lüftungsöffnung zu schaffen und belüften das Gebäude danach. Die Brandausbreitung soll in einem der vorderen Gebäude passiert sein. Wie das zustande gekommen ist, ist aktuell noch völlig unklar. Wir belüften aktuell das Gebäude, um klare Sicht zu schaffen, um gegebenenfalls den Brandherd auszumachen und dann den Brandherd zu löschen. Schwierig war es aktuell eben, wie ich eben schon mal erwähnt habe, durch die große Rauchentwicklung und auch Hitzeentwicklung, dass wir den Innenangriff eben abbrechen mussten. Ansonsten steht eben hinter dem Gebäude direkt noch ein nah anstehendes anderes Gebäude, was wir eben dann schützen müssen. Das Feuer hat sich in einem der unteren oder vorderen Gebäude im Obergeschoss ausgebreitet, ging wohl laut Bewohner auch dann sehr schnell, aber mehr können wir dazu momentan auch noch nicht sagen. Mark 300.